Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Kirschberger Unternehmer unterstützt Flüchtlinge. Goldenes Ei und Tour, die große Auslosung und Rock Classics zu Pfingsten an der Göldstahlbrücke. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Tag aktuell vom Dienstag. Während die einen schon wieder Angst haben, dass die Lebensmittel in den Supermärkten knapp werden, denken andere in eine ganz andere Richtung. Unkompliziert zu helfen, das liegt gerade auch Unternehmen in unserer Region am Herzen. Erfahren Sie mehr darüber im folgenden Beitrag. Das letzte Mal waren wir bei der RTLL-Gruppe in Kirschberg zu Besuch, als es etwas zu feiern gab. Am Freitag letzter Woche waren wir aus einem ganz anderen Grund mit Gunter Leverenz verabredet. Mit seinem europaweit agierenden Unternehmen ist es ihm eine Herzensangelegenheit, den aus der Ukraine geflüchteten Menschen hier am Firmenstandort zu helfen. Ja, also auf jeden Fall. Man könnte das jetzt wahnsinnig aufbauschen, was wir da machen, ne? Und prätentiös gestalten mit Compliance-Regeln, die wir da haben und mit Unternehmerethik und CI und so weiter. Aber das brauchen wir alles nicht, es geht um eine Nummer kleiner. Wir wollen einfach nur helfen. Ich bin ja aufgrund der aktuellen Situation unterwegs gewesen, habe die Bürgermeisterin damals gefragt, gibt es den Bedarf, können wir eine Wohnung bei uns bereitstellen und so weiter. Und da sagte sie mir, nein, Wohnungen haben wir, aber was wir brauchen, sind Küchen und Waschmaschinen. So, und da habe ich gesagt, gut, Waschmaschinen, mal sehen, wie viel es noch gibt. 13 Wohnungen hat sie gebraucht, 13 Waschmaschinen haben wir besorgt, jetzt sind sie da. Also wir möchten gern helfen. Wir sind seit 12 Jahren jetzt neu Start. Den sind wir jetzt, denke ich, so weit, wo man sagen kann, uns geht es sehr gut. Und sind seit 6 Jahren in Kirschberg und unterstützen natürlich nicht nur die Bürgermeisterin, die da, denke ich, eine wahnsinnig gute Arbeit macht, sondern eben auch alle anderen Vereine rundherum. Und immer mit einer Geldspende, mit einer Sachspende. Jetzt bauen wir gerade den kompletten Zaun im Kinderheim, in Kunersdorf und so weiter. Also es ist ein Herzensbedürfnis, hier zu helfen. Aber die Menschen kommen natürlich nochmal aus einer anderen Situation. Und dort, denke ich, ist schon jeder gefragt, da mitzumachen. Corona hat es uns ja auch gelernt, wir sind gelehrt, es ist ein bisschen dünnhäutiger, wie wir alle geworden sind. Und ich glaube, jetzt Gutes zu tun, gerade jetzt in dieser Flüchtlingssache, das ist eine Herzensangelegenheit für uns alle. Ja, dem ist an sich nichts hinzuzufügen. Wir hatten heute Vollversammlung, die 53 Leute waren alle da, meine Kolleginnen und Kollegen. Und die tragen das nicht nur mit, sondern die fragen auch, wenn er Hilfe braucht, sagt Bescheid. Und wir haben auch noch eine Wohnung und wir haben noch dies und haben jenes. Also ich denke, hier wird schon eine relativ große Solidarität sichtbar. Und da habe ich mich auch selbst persönlich darüber gefreut. Wie auch dem Landkreis, der weitestgehend die Flüchtlingsarbeit koordiniert, ist es den Städten und Kommunen in unserem Sendegebiet ein Bedürfnis zu helfen. Die Flüchtlingskrise, die trifft uns natürlich mit voller Wucht. Es betrifft jeden, jeder sorgt sich um das Thema und deswegen haben wir als Stadt sofort gesagt, wir helfen. Und dann haben Sie natürlich Partner gefunden in Form der RTL-Gruppe. Das auf alle Fälle und da freue ich mich sehr, dass Herr Leverenz uns hier unterstützt. Wir haben natürlich noch viele Helfer, die zusätzlich gespendet haben, die Mobiliar spenden, die Kleidung spenden, die Geschirr spenden. Aber Dinge wie Waschmaschinen oder auch Küchen, das ist schon eine besondere Herausforderung und deswegen sind wir sehr dankbar, dass die Unternehmer hier aktiv sich beteiligen und uns dort tatkräftig unter die Arme greifen. Es hat ja gerade erst mal angefangen. Was würden Sie sich von den Bürgern, von den Unternehmen hier Ihrer Region wünschen? Natürlich erstmal, dass die Menschen offen willkommen geheißen werden. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Die haben teilweise eine Odyssee hinter sich, sind zu Fuß geflüchtet, sind von Aufnahmeeinrichtung zu Aufnahmeeinrichtung vielleicht geschoben worden. Und es ist wichtig, dass sie ankommen, dass sie sich hier zu Hause fühlen und dort mit offenen Armen empfangen werden. Das andere kann man alles, glaube ich, mit Geld regeln. Und da braucht man natürlich die Unterstützung, aber da bin ich überzeugt, dass das gut funktionieren wird. Wohnungen für die Geflüchteten zur Verfügung zu stellen und einzurichten, das ist das eine. Aber es gehört noch etwas mehr dazu, dass sich die Menschen hier, wenn vielleicht auch nur vorübergehend, zu Hause fühlen. Mein Name ist Ali Asif Niyad. Ich bin Wohnprojektleiter und ich möchte einfach sagen, wir, die Johanniter, sind eine Hilfsorganisation. So, und als eine Hilfsorganisation natürlich ist unsere Hauptaufgabe, Menschen zu helfen.
Flüchtlingshilfe auch, also die Flüchtlinge auch unter anderem. Und die Flüchtlingshilfe, wenn wir jetzt auch als eine Herausforderung betrachten, natürlich kann man nur gemeinsam zu bewältigen. Und sie ist komplex, vielfältig und teuer. Und das ist begründet, warum solche Unterstützungen wichtig sind. Und deswegen bin ich auch hier, um unseren besten Dank an Herrn Leverenz auszusprechen. Und auch möchte ich auch diese Gelegenheit nochmal nutzen, Frau Obst, also für Ihre Unterstützung. Ich habe vieljährige Erfahrung in diesem Bereich und ich weiß, so eine Unterstützung wie wir von Frau Obst jetzt bis jetzt, was wir jetzt auch momentan haben, ist nicht selbstverständlich. Das Ziel ist es, den Geflüchteten schöne Wohnungen zu geben, wo sie sich auch zu Hause fühlen und wenn es vielleicht auch für eine kurze Zeit ist. Ja, das ist in der Tat so, aber das ist nicht nur, es geht nicht nur um Unterbringung, nicht, dass der Mann einfach in eine Wohnung bekommt, sondern auch Integration. Also wir haben eigentlich ein gutes Team und ich denke, mit der Erfahrung, das können wir auch so, also den Menschen zu helfen, einfach sich auch in einem neuen Land zu finden. Und ich denke, sie einfach an die Hand zu nehmen, zu integrieren, dass sie sich hier wohlfühlen. Ja. Dann war dank perfekter Organisation auch noch der Transport der Waschmaschinen in die Unterkünfte der geflüchteten Ukrainer organisiert worden. Besser können Netzwerke doch nicht funktionieren. Anders als noch 2019 letztmalig stattgefunden, geht in diesem Jahr das durch die kommunalen Wohnungsbaugenossenschaften und Kraus-Event initiierte Goldene Ei on Tour über die Bühne. Kindertagesstätten konnten sich bewerben und sich für ihre Einrichtung das Ei sichern. Dieses beinhaltet einen Besuch einer mobilen österlichen Bühne, die mit einigen kulturellen Höhepunkten daherkommt. Die Bewerbungsfrist ist rum und wir kommen nun gemeinsam zur großen Auslosung der Gewinner. Ja, liebe Zuschauer, diese Modelle hier hinter uns, ja, die habe nicht ich gebastelt für unseren Fernsehsender, sondern das sind ausgewählte Exponate von Kindern für das Goldene Ei. Und Frau Stengel, nun die erste Frage an Sie. Wie war denn überhaupt die Resonanz auf den Aufruf? Und haben sich denn viele Kindergärten gemeldet? Und vor allem, wo kommen diese her? Wir haben sehr viele Rückmeldungen erhalten. Und wir freuen uns natürlich über den großen Zuspruch, den die Aktion Das Goldene Ei on Tour erhalten hat. Insgesamt erhielten wir 57 Rückmeldungen oder 57 Kitas sind unserem Aufruf gefolgt. Stark. Und sogar aus Grimmetschau, aus Liechtenstein, Limbach und Oberfrohna und aus Reichenbach. Und natürlich auch aus dem Stadtgebiet Zwickau und aus dem Landkreis Zwickau. Ja, die Palette an Einsendungen war groß. Frau Ajege, gab es denn auch besondere Anmeldungen und richtig kreative Beiträge? Ja, absolut. Also vorab nochmal ein riesengroßes Dankeschön an alle Einsendungen. Uns haben mitunter richtige Kunstwerke erreicht. Über die Hälfte der Einsendungen waren kreative Beiträge. Und ja, wir haben uns sehr gefreut, dass es wirklich so gut ankam und die Erzieherinnen mit den Kindern so tolle Sachen gebastelt haben. Ja, es waren 57 Einsendungen. Und man hat sich von eurer Seite natürlich noch was Großes überlegt. Es waren 57 Einsendungen. Jetzt müssen wir natürlich entscheiden, wie verlosen wir das. Drei Genossenschaften, drei Lostöpfe. Das macht ein Stück weit Sinn. Wir sind ja in Zwickau und Umgebung ein bisschen unterschiedlich verteilt. Und wir haben uns die Mühe gemacht, die Einrichtungen, die sich beworben haben, auch den Genossenschaften zuzuordnen, um dort einfach auch kurze Wege am Tag der Veranstaltung, ne, gewinnen zu können. Und jetzt haben wir natürlich einerseits das große Geschenk, so viele tolle Beiträge hier einsammeln zu können, haben gleichsam aber natürlich auch das Spannungsfeld, was machen wir denn mit all jenen, die heute leer ausgehen? Und das sind über 30 Einrichtungen und fast 3000 Kinder. Und die wollen wir natürlich nicht unbeschenkt lassen. Und so haben wir uns gedacht, all jene, die sich besonders Mühe gegeben haben, die also mit Kreativbeiträgen gepunktet haben, die werden wir zum Kindertag mit einer Portion Eis überraschen. Und wir sind ja nicht die Eisprofis, aber unser Partner, die Bofrost, unterstützt uns dort. Okay. Und so denke ich, können wir noch leuchtende Kinderaugen auch in all jene Ecken bringen, die heute leider leer ausgehen müssen.
Ja, liebe Zuschauer, und somit spannen wir Sie nicht weiter auf die Folter und kommen nun zur großen Auslosung. Ja, die große Auslosung ist durch und wir werden jetzt gemeinsam bekannt geben, welche Kindertageseinrichtungen gewonnen haben. Unser Osterhase ist so lieb und hilft mir dabei. Zum Ersten hat gewonnen die Kita Kinderland aus Mülsen. Herzlichen Glückwunsch. Dann habe ich hier noch die Kita Schwalbennest aus Zwickau. Ebenfalls aus Zwickau die Kita Apfelbäumchen. Aus Wilkau-Haslau haben wir hier die Kindertagesstätte am Sandberg. Dann noch vertreten die Kita Regenbogenland aus Zwickau. Dann machen wir hier unten weiter Kita Pleisenknirpse aus Lichtentanne. Die Kita St. Nepomuk ebenfalls aus Zwickau. Die Kita Windbergmäuse auch aus Zwickau. Und ASB Planitzer Kinderwelt, auch aus Zwickau. Allen Kindertageseinrichtungen, die gewonnen haben, herzlichen Glückwunsch. Und allen anderen bitte nicht traurig sein und sich wenigstens über das leckere Eis freuen und schmecken lassen. Werbung. Jetzt Karten bei Art Area oder im Terravel im Johannesbad sichern und schon mal das passende Kostüm raussuchen. Los geht's am Ostersamstag um 20 Uhr. Neu bei TV Westsachsen, Laufwerk Zwickau. Von Hand für den Fuß. Die Gesundheitshandwerker kümmern sich um ihre Fußgesundheit. Laufwerk aktuell, jetzt bei unserem Programm. Herzlich willkommen bei der GFU MBH Zwickau, dem zertifizierten Sachverständigenbüro für Immobilienbewertung. Wir analysieren Ihr Objekt und erstellen hochwertige Verkehrswertgutachten für alle Arten von bebauten und unbebauten Grundstücken. Wir prüfen Ihr Objekt auf Herz und Nieren, egal ob Ein- oder Mehrfamilienhaus, Geschäftshaus oder gewerbliche Immobilie. Mit unserer Expertise helfen wir bei Verkaufsobjekten, Erbschaftsangelegenheiten, Scheidungen oder auch Vermögensauseinandersetzungen. Gerne verschaffen wir uns einen ersten Eindruck Ihrer Immobilie. Vereinbaren Sie einen kostenlosen Besichtigungstermin. Parfümerie Burger. Willkommen im Paradies der Düfte und des Wohlbefindens. Hier werden Sie in gepflegtem Ambiente von Kopf bis Fuß verwöhnt. Unser freundliches, bestens geschultes Team bietet eine individuelle Beratung, ganz auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt. Ihr Wohlbefinden liegt uns am Herzen. Mit wenigen Handgriffen zaubern wir ein alltagstaugliches Make-up und heben Ihre natürliche Schönheit hervor.
Gönnen Sie sich eine Auszeit vom Alltag und lassen Sie sich in unseren stilvoll eingerichteten Beauty-Lounges verwöhnen. Von Gesicht über Ganzkörperbehandlung mit beruhigenden Massagen bis hin zur Ohrenkerzenbehandlung und Lymphdrainage. Bei uns bleiben keine Wünsche offen. Wir schenken Ihrer Schönheit eine extra Portion Aufmerksamkeit. Auch auf der Suche nach dem passenden Duft sind wir Ihr Ansprechpartner. Parfüm, das Ihre Persönlichkeit unterstreicht, das finden Sie bei uns. Ausgewählte Marken, die es nicht überall gibt, halten wir für Sie bereit. Auch den Geschenkgutschein für Ihre Lieben verpacken wir ganz individuell. Gönnen auch Sie sich jetzt eine Auszeit von der Hektik des Alltags mitten in Zwickau, Parfümerie Burger, in der inneren Plaunschenstraße 29, direkt gegenüber den Zwickau-Arkaden. Treitschke. Dieser Name steht seit nunmehr 27 Jahren für Qualität und Zuverlässigkeit rund um die Pflege. Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Treitschke. In der modernen, geräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns. Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Treitschke, äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau. In Zwickau-Mosel kam es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 59-Jähriger befuhr mit seinem Mercedes aus Richtung eines Werkgeländes die Straße in Richtung B175. Er kam nach rechts auf die dortige Einfädelspur und streifte dabei den Audi eines 21-Jährigen. Anschließend soll er das Fahrzeug beschleunigt haben und nach links von der Fahrbahn abgekommen sein. Dabei stieß er gegen zwei geparkte Fahrzeuge, einen Mazda und einen BMW. Im BMW befand sich zum Unfallzeitpunkt ein 50-Jähriger. Der 59-jährige Mercedes-Fahrer sowie der 50-jährige BMW-Fahrer wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Dabei musste der Unfallverursacher von der VW-Werksfeuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Zudem wurde er reanimiert. Der insgesamt entstandene Sachschaden ist auf rund 80.000 Euro geschätzt worden. Alle vier Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnten gesundheitliche Probleme des 59-jährigen Auslöser des Unfalls gewesen sein. Es war kein April-Scherz, als man seitens des Veranstalters Krauss-Event die Medienvertreter am 1. April an die Göltstallbrücke eingeladen hatte. Der einzige Wermutstropfen war, dass am Freitag letzter Woche der Winter zurückgekehrt war. Dankenswerterweise stellte der Betreiber von Ketzels Mühle seine Location für den Pressetermin zur Verfügung. Unschwer war an den Plakaten zu erkennen, worum es beim Termin gehen würde. Nach 2 Jahren pandemiebedingter Unterbrechung ist zu Pfingsten Rock Classics zurück. Veranstalter Matthias Krauss betonte, dass dieses Event, welches sich über die Jahre zu einem festen Bestandteil im Veranstaltungskalender der Region etabliert hat, unbedingt zu diesem Zeitpunkt stattfinden müsse. Dem verlieh auch Projektmanager Erik Seifert nochmals Nachdruck. Wir kamen mit ihm ins Gespräch. Erik, es fehlen heute Worte wie Initialzündung oder Startschuss. Und das trifft wohl genau das Event, was dieses Jahr zu Pfingsten stattfindet.
Ja, da hast du richtig zugehört. Wir freuen uns ganz sehr, dass das große Open Air Rock Classics zu Pfingsten nach 2 Jahren pandemiebedingter Pause endlich wieder stattfinden kann. Es wird ein ganz großes Musikspektakel geben. Die Herausforderungen sind natürlich sehr, sehr groß für uns Veranstalter, für die Solisten, für alle Gewerke. Aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns auf dieses Wochenende, auch mit Rock Classics am 3. Juni, einen Tag vorher. Ich denke, da haben wir hier vor der weltgrößten Ziegelsteinbrücke ein riesengroßes Pfingst-Open-Air-Wochenende, wo sich jeder darauf freuen kann. Ihr wart ja im Gegensatz zu anderen Veranstaltern so das Chamäleon der Branche. Das hat ja sogar unser Ministerpräsident gesagt. Und ich glaube, das war gut, dass ihr trotzdem auch unter erschwerten Bedingungen in der letzten Zeit Events durchgeführt habt. Ja, wir sind ein sehr, sehr junges, kreatives, gutes Team. Wir haben uns, wie gesagt, in Situationen in der Pandemie gut angepasst. Wir sind mit dem Kulturexpress, mit dem Weihnachtsexpress unterwegs gewesen. Wir haben trotzdem viele Firmenveranstaltungen umgesetzt. Wir haben Classics unter Stern durchgeführt, unsere Branchveranstaltungen. Und haben trotzdem immer nicht den Blick für die Zukunft verloren und haben unsere Hausaufgaben gemacht. Und umso erfreulicher ist es, dass wir auch viele Partner hier im Vogtland haben, die Rock Classics unterstützen. Ohne die Partner und ohne auch die treuen Fans von Rock Classics, die ganz, ganz wenig Karten seit 2 Jahren zurückgegeben haben, wäre dieses große Projekt hier an der Brücke Rock Classics nicht umsetzbar. An der Stelle möchte ich mich im Namen des Veranstalters bei allen bedanken, was keine Selbstverständlichkeit ist. Du hast es gesagt, viele Karten wurden nicht zurückgegeben. Heißt das trotzdem, dass es genügend Karten für beide Events geben wird? Ja, also bei Rock Classics liegen wir jetzt bei mehr als 2500 verkauften Karten. Es gibt wieder 2800 nummerierte Sitzplätze, wieder natürlich ein großes Stehplatzkontingent für die Gäste, die Rock Classics noch von früher kennen, ne, mit ihren Campingstühlen im Stehplatzbereich, trotzdem dort zu verweilen. Und ja, die Sitzplätze sind natürlich immer heiß begehrt und da haben wir schon über 2000 Karten verkauft und wünschen uns natürlich, dass die 2800 Sitzplätze auch dann zu Pfingsten ausverkauft sind und dass wir wieder am Ende an 4000 Besucher, an die magische Marke anknüpfen werden. Und bei Johannes Oerding ist ein reines Stehplatzkonzert, ist ein ganz bekannter nationaler Sänger, der das erste Mal hier in der Region ist, in Netschkau mit seinem Open-Air-Konzert Konturen, was auch schon 2-mal verschoben worden ist. Und umso schöner ist es, dass wir das Thema rund machen mit diesen beiden Open-Air-Events. Und ja, es wird ein großer Kraftakt, aber für die Region und für alle Besucher ein wunderschönes Event. Zu den eben erwähnten Partnern gehören auch die Stadtwerke Reichenbach. Ja, Lars Lange, ich muss ein bisschen lachen. Sie haben heute genau das T-Shirt an, was Sie schon vor 2 Jahren getragen haben. Da waren wir bei Ihnen in der Einrichtung und waren eigentlich guter Dinge, dass vor 2 Jahren mit Johannes Oerding zusammen Rock Classics stattfinden würde. Richtig. Bewusst gesagt würde, es war dann nicht so. Und jetzt nach 2 Jahren sind wir wieder hier. Sie freuen sich. Ich freue mich mega und deswegen habe ich es auch angezogen, das T-Shirt, weil das habe ich 2019 gekauft, schon im Vorverkauf für die Veranstaltung in 2020. Und es ist einfach eine Herzensangelegenheit für mich, schon für die Region, aber auch für die Stadtwerke. Ja. Weil das zeigt einfach die Gemeinschaft hier im Vogtland und ich denke, jeder wartet darauf, dass es genau so ein Event zu Pfingsten wieder gibt hier an der Goldsteinbrücke. Wir haben es heute vom Veranstalter gehört, dass das ohne Sponsoren natürlich nicht funktioniert und Sie agieren mit Ihrer Firma wieder als Hauptsponsor. Also wir sind eine städtische Firma. Ich bin der angestellte Geschäftsführer, mein Chef ist der Oberbürgermeister und ich habe dort die freie Hand, dort einen gewissen Betrag aufzuwenden. Das ist auch jetzt keine Riesensumme. Es ist einfach ein angemessenes Sponsoring. Und das Gute hier an der Region ist, es gibt viele, viele, viele Firmen und die halten alle zusammen, um eben diesen Event auch stattfinden zu lassen, dass es finanziell geschafft wird. Anwesend waren zum Medientermin auch die Stadtoberhäupter von Netschkau und Reichenbach. Sowohl Mike Purfürst als auch Raphael Kürzinger betonten, wie wichtig dieses Event für die Region ist. Ja, 2 Jahre Pandemie liegen hinter uns, 2 Jahre Lockdown, 2 Jahre eingesperrt sein zu Hause. Keine Kultur hat groß stattfinden können. Die Leute sind eigentlich, sagen wir mal, hippelig. Die wollen wieder raus, die wollen wieder an die Brücke, die wollen diese Konzerte genießen. Und wir haben mit der Brücke ja viel vor. Weltkulturerbeantrag läuft. Wir sind auf dem Weg zum Weltkulturerbe. Sachsen hat die Brücke auf Platz 1 der Landesliste gesetzt. Wir sind jetzt im Bewerbungsverfahren beim Bund und hoffen natürlich auch den Schritt nach Paris zur UNESCO zu schaffen. Und da ist natürlich die Aufmerksamkeit, die auch ein solches Konzert an der Brücke erzeugt, ganz, ganz wichtig, dass wir wahrgenommen werden in unserer Region. Und ich wünsche mir natürlich für die Menschen, die wir hier haben und die Gäste ein ganz, ganz tolles Wochenende. Natürlich werden auch die Gäste diesmal davon partizipieren, die Die Brücke ist nämlich seit kurzem beleuchtet, ist das richtig? Ja, die Stadtwerke Reichenbach haben es geschafft, gemeinsam hier mit auch der Familie Ketzel die Bestandsbeleuchtung in LED umzurüsten. Und das ist ein Sponsoring der Stadtwerke Reichenbach für die Brücke. Die Brücke steht fürs Vogtland, für die Region und sie soll auch wahrgenommen werden, auch wenn es dunkel ist.
Von Anfang an mit dabei bei Rock Classics Generalmusikdirektor Stefan Fraß. Er macht gemeinsam mit der Vogtlandphilharmonie Greiz-Reichenbach, der René-Möckel-Band und Solisten der verschiedensten Genres dieses Event zu einem kulturellen Höhepunkt für Westsachsen. Richtig glücklich war auch eine Künstlerin, die ein fester Bestandteil von Rock Classics ist. Jasmin Graf, wir haben uns riesig gefreut, dass wir uns heute hier wieder treffen. Wir kennen dich über die Jahre von der Bühne und ich glaube auch, dir fällt ein Stein vom Herzen, dass es endlich wieder losgeht. Mir fällt ein riesiger Stein vom Herzen und ich freue mich so auch schon über so eine Pressekonferenz wie heute, wo man mal wieder alle sehen kann, wo man merkt, die Stimmung ist im Aufbruch, man merkt, die Leute haben Lust, alle sind total motiviert. Ja, mir geht's gut und das ist gleich so ein richtig schönes euphorisches Gefühl, was man in sich hat. Wie ging es dir trotzdem in der letzten Zeit? Du musstest sicher dich selber wieder neu finden. Ja, also ich habe total umgestellt auf Online-Vocal-Coaching. Ich habe mich umorientiert, hat mir jetzt nicht wirklich geschadet. Ich habe auch wieder zugelernt, aber die Bühne hat mir gefehlt. Das ist mein Leben, das ist auch meine Arbeit, muss ich auch sagen. Und wie Stefan Fraß es vorhin schon sagte, es war wie ein Arbeitsentzug. Man hat einem einfach die Arbeit genommen. Und so wie jeder gerne, weiß ich nicht, der Kassierer steht gerne an der Kasse, so stehe ich gerne auf der Bühne. Das ist mein Haupterwerb, meine Haupttätigkeit und auch das, was mir am besten tut. Und das habe ich jetzt hoffentlich wieder richtig zurück. Wir freuen uns auf deinen Gesang und wir freuen uns aber auch, dass du die Kiste wieder moderierst. Ich freue mich auch. Für mich auch immer wieder eine Herausforderung. Ich werde aufgeregt sein wie sonst was. Aber ich liebe das und ich freue mich an der Seite von Stefan Fraß. Kann mir ja quasi nichts passieren. Dann sollte nur noch der Wettergott dem Event am 4. Juni wohlgesonnen sein, um dann wieder solche Bilder zu erleben. Und für alle, die Johannes Oerding mal live erleben möchten, jetzt Karten für den 3. Juni sichern. Mehr Informationen gibt's auf der Webseite von Kraus Event. Konzept. Ihr Partner für regionale Werbung wünscht gute Unterhaltung. Das Verfahren gegen Steffen Kansa nach seiner roten Karte im Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim wurde gemäß der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB eingestellt und die Vorsperre aufgehoben. In der 72. Spielminute schoss ein Mannheimer Spieler den Ball aus kurzer Distanz von der rechten Seite auf das Zwickauer Tor. Der Zwickauer Spieler Nkansa wehrte den Ball auf der Torlinie nach der Wahrnehmung des Schiedsrichters auf dem Spielfeld durch ein regelwidriges Handspiel ab. Der Schiedsrichter entschied daraufhin auf Strafstoß für den SV Waldhof Mannheim, welcher nicht zum Torerfolg führte. Nach Betrachtung der Fernsehbilder nach dem Spiel konnte Schiedsrichter Dr. Braun feststellen, dass kein Handspiel vorlag und die Entscheidung Strafstoß und Feldverweis fälschlicherweise getroffen wurde. Somit liegt ein Wahrnehmungsfehler von Schiedsrichter Dr. Braun vor. Nach diesem Freispruch ist Steffen Kansa im morgigen Pokalspiel sowie beim Drittliga-Auswärtsspiel beim TSV Havelse spielberechtigt. Werbung. Ich bin der Christian und ich finde das Hammer-Gym einfach auch Hammer. Und hier kann man mega viel trainieren und einfach geil hier. Professionelles Training in Ihrem Sportpark Zwickau, Merane und Glauchau. Ihr Partner für Qualitätsfitness. Wir verbinden euch komplett. Mit Telefon, HDTV und Internet in Turbospeed. Mit bis zu 400 Mbit pro Sekunde. Jetzt 6 Monate gratis. Infos auf pure.com. Wow, da flattern mir die Ohren. Konfiguriere deine Traumwohnung und bestimme deine Miete selbst. Egal ob Küche, Dusche, Bodenbelag, du hast die Wahl. Mehr Infos auf www.wownung.de.
Das Covid-Schnelltestzentrum Zwickau in den Räumlichkeiten der Physiotherapie im Johannisbad. Geschultes und zertifiziertes Personal begleitet Sie sicher in nur 15 Minuten zu Ihrem Testergebnis. Durchgeführt werden können den RKI-Richtlinien entsprechende Antigen-Schnelltests, aber auch PCR-Tests. Und das auch ohne vorherige Terminvereinbarung. Covid-Schnelltestzentrum im Zwickauer Johannisbad, Montag bis Freitag 8 bis 18 Uhr und an beiden Wochenendtagen jeweils von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Shoe Manufacture, das ist der Inbegriff von Orthopädics of Modern Art. Handwerks- und Meisterqualität in der dritten Generation zeichnen unsere Produkte aus. Ob Orthopädie oder moderne Technik, wir liefern weltweit auch über unseren Internetshop. Jetzt ganz neu speziell für Diabetiker, das neue Fußdruckmesssystem, welches die Anforderungen der Krankenkassen erfüllt. Außerdem halten wir speziell von Bauerfeind entwickelte Einlagensysteme, Bandagen und weitere Hilfsmittel für unsere Kunden vor. Der Meister steht Ihnen zu den Öffnungszeiten natürlich persönlich zur Verfügung. Shoe Manufacture, Ihr kompetenter Partner, wenn es um Ihre Fußgesundheit geht. Zwickau, Grimmitschauer Straße 30a, gleich gegenüber dem Hauptfriedhof. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Morgen kratzen wir temperaturseitig schon mal wieder an der 15-Grad-Marke. Bei einem böigen Wind dominieren Wolken den Westsachsenhimmel. Am Nachmittag lässt sich auch mal die Sonne blicken. Für Donnerstag gibt es dann eine Sturmwarnung für unsere Region. Das Quecksilber klettert bis auf 13 Grad. Den ganzen Tag über wird es regnen. Auch der Freitag wird dann recht ungemütlich. Bei Werten um die 8 Grad frischt der Wind auf und immer wieder müssen wir uns auf Schauer einstellen. Bei ähnlichen Werten gibt es am Samstag einen Sonne-Wolken-Mix. Gelegentlich kann es regnen. Wir sind am Ende der heutigen Sendung angelangt. Das war Ihr Abendmagazin Tag aktuell vom Dienstag. Ich bedanke mich fürs Einschalten, freue mich, Sie auch morgen hier wieder begrüßen zu dürfen. Ihnen jetzt einen schönen Abend. Bis morgen. Machen Sie es gut.